Final Box. Nummer 6. Dann ist es vorbei mit Digimon Release Special Booster Volume 1. Ja. Ich muss auch sagen, die Boxen, die wir hier aufgemacht haben, wenn das hier keinen Big Bang zum Abschluss gibt, Omnimon Altered und Omnimon Normal, würde ich das komplette Unboxing von diesen Boxen als Set bezeichnen. Hat mir Spaß gemacht, jedoch trotzdem mit euch aufzumachen. Aber man möchte ja auch irgendwo was für sein Geld zurückhaben. Purple. Matty Boy. Ja, wir beenden das ganze Spektakel auch wieder mit unserer Lieblings-Promo-Packung Garurumons. Und jo. Auch da sehr unlucky. Kein einziges V-Tamer-Promo-Paket drin gehabt in den Displays. Kann man machen, nicht viel, ne? Kann man nur gucken zu. So. Tja. Also, der Knall muss sein. Altered Art Omni und normale Omni. In einem. In diesem Display. Ansonsten. Desaster. Das tot ist. Aber hey, ich bin jetzt ja nicht anders gewohnt mit meinem Boxbreak. Ist ja nicht nur bei dem Kartenspiel so. Millennium Mon als Foil für Schwarz, Purple, was auch immer. Also gut. Ich hoffe, ihr da draußen hattet dann wohl meine ganzen Omnimoms bekommen. Irgendeiner muss es ja kriegen, ne? So. Gelb, grün, Magna Angemon. Und wir haben Maschinentramon für Schwarz. Als reguläre Holo. Körper, grün, 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 blau. Gelb. Schwarz. Tentomon, Terrorcluster. Und ein Warcrowmon. Für Rot. Atomon. Piedmon, Back to Ravage. Kupimon. Garudamon. So. Kateremon. Metallcremon mit Shada für Blue und für Gelb noch ein Kubimon. Terimon. Gotzomon, Gigablaster und Keramon für Schwarz. Ja, Schwarz hat in diesem Set nicht so viel zu melden. Noch nicht, aber hat richtig coole. Zum Beispiel das Cremon ist mit Abstand tippitoppi. Und die Zukunft wird zeigen, wie die anderen Farben so abschneiden. Warcrowmon und ein Metal Cremon. Secret Rare.
Symphonie. Jo. Härte und laut. Haben schon wieder 4 Foils gezogen. Eine Spezialkarte haben wir noch. Ja, und Seraphimon für Gelb. So. Sirenmon, Lilimon und ein Angemon. Lilimon haben wir, glaube ich, fast keine gezogen. Upamon für Blau und Metal Tyrannimon für Grün. Doppel Grün, Itzi und Togemon. Kari. Hyantramon, Groundmon, Flower Joey und ein rotes Warframe. Yukumon und eine Flower Cannon für Grün. Leomon, Tigermon, Infernomon, Schwarz. Special Altered Karte haben wir noch drin. Und wir haben noch 3 Hits. Eine davon ist ein Omnimon, safe. Ansonsten Vitramon. Yay, Altered, Secret. Kein Omnimon. No. Naja. So, what? Solange er wenigstens noch als normale Version auftaucht. Piedmon, Purple. Oje. Jetzt haben wir auch nur noch eine Karte. 8 Stück. Das kann es nicht sein, oder? 8 Boxen, 6 Boxen ohne ein Omnimon? Das darf's nicht sein. So darf's nicht enden, ganz ehrlich. So darf es nicht enden. 3 Pakete, um die Wahrheit herauszufinden. Und
ich sag's euch, ich glaube, ich hab's gerade gesehen, es ist kein Omnimon. Ja. Sechs Boxen ohne Omnimon. Ich hoffe, ihr da draußen kriegt jede Box ein. Madness Alive, würde ich sagen. Denn der ganze Grund, warum man diese Box noch aufmacht, ist, dass man ja einen Omnimon ziehen möchte. Ne? Und eigentlich ist der im Schnitt in jeder zweiten Box drin. Ja? Es ist ja nur eine normale Super Rare, wie jeder andere auch. Ja? Aber. Tja. Soll wohl nicht sollen sein mit der Omnimon-Geschichte. Einen hat man noch gebraucht sogar, tatsächlich. Wenigstens noch ein Tanemon zum Schluss. Dann haben wir da, glaube ich, auch unser Playset. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja. Tut mir leid, keine Omnimons. Die Reise ist hiermit vollendet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, 1.5 Unboxing kommt dann auch. Tschüss!